Der Verband Deutscher Grundstücksnutzer, kurz VDGN, lud am Mittwoch zu einer Pressekonferenz in das Abacus Hotel am Tierpark. Der Grund dafür ist eine neue Machbarkeitsstudie des Berliner Senats über die Vollendung der tangentialen Verbindung Ost zwischen der B1, B5 und der Straße an der Wuhlheide. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit eines Ausbaus. Allerdings favorisiert der Senat einen Trassenverlauf östlich der vorhandenen Bahnlinie des Berliner Außenrings. Aus diesem Grund stößt die Machbarkeitsstudie bei dem VDGN auf Unverständnis. Sie lässt vermuten, dass ein bestimmtes Ergebnis vorgegeben war und durch die Studie dann bestätigt werden sollte. Die Daten und die Ergebnisse, die da drin sind, sind auf keinen Fall optimal, und vernünftiger, aus unserer Sicht vernünftigere Variante, nämlich eine Trassenführung westlich der Bahntrasse, die ist letztendlich negativ bewertet worden. Und wenn man genauer hinguckt, muss man daran sehr große Zweifel haben. Der Verein Deutscher Grundstücksnutzer hat bereits 2008 eine Studie durchgeführt. Das Ergebnis: Vollendung der tangentialen Verbindung Ost ja, ein Trassenverlauf östlich der vorhandenen Bahnlinie nein. Der VDGN fordert eine Trasse westlich des Berliner Bahnaußenrings sowie den Ausbau auf 4 Fahrspuren. Die Gründe scheinen klar auf der Hand zu liegen. Die östliche Trassenführung, damit verbunden, dass Grundstückseigentümer enteignet werden müssen, dass wesentlich höhere Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden muss, dass ein Protest der Menschen losbrechen wird und dass sehr viele Menschen dann auch durch den Lärm in dem Siedlungsgebiet nun nicht von der Köpenicker Straße aus, sondern eben von der westlichen Seite aus belastet werden. Weiterhin führt das zu erheblichen Aufwendungen im Zusammenhang mit Unterführungen oder Überführungen über die vorhandenen Bahnlinien, mit einer anderen Führung am S-Bahnhof Wuhlheide. Dazu kommt, dass das auch nur zweispurig, also in jeder Richtung einspurig ist. Das ist dann fast rausgeschmissenes Geld, weil man dann heute schon feststellen kann, dass die nicht ausreichen wird, die Kapazität. Man muss sich ja vergegenwärtigen, aus dem Norden kommt diese Trasse, die tangentiale Verbindung Ost, vierspurig an und setzt dann an der Straße, an der Wuhlheide, wieder vierspurig weiter. Und dazwischen ist dann so ein irres Stück nur zweispurig ausgebaut. Das widerspricht jedem vernünftigen Menschenverstand. Der VDGN befürchtet, dass die vom Senat geplante Trassenführung zu Enteignungen benötigter Grundstücke und in Folge zu jahrelangen Prozessen führen könne. Außerdem droht den betroffenen Siedlungsgebieten mit der Inbetriebnahme des BBI-Flughafens im kommenden Jahr ein weiterer Anstieg des Verkehrsaufkommens. Also wir erleben es eigentlich tagtäglich, da wir auch mit unserem Verband ansässig sind, mitten im Biesdorf, eine sehr hohe Mitgliederdichte dort haben, dass wir in der Biesdorfer Köpenicker Straße, aber auch hier in Karlshorst, im Ort des Geschehens heute, der Pressekonferenz in der Treskoallee, eine sehr hohe Zunahme des Verkehrs in den letzten Jahren verzeichnen konnten und mussten. Wir haben als Verband dort dementsprechende Verkehrszählungen durchgeführt, deren Seriosität auch von seitens der Senatsverwaltung anerkannt und bestätigt wurden. Und diese Verkehrszählungen haben alleine für die Biesdorfer Köpenicker Straße eine tägliche Fahrzeugbelastung von über 22.000 Fahrzeugen hervorgebracht. Eine Siedlungsstraße, die ursprünglich für eine Kapazität von 15.000 Fahrzeugen konzipiert ist. Sie sehen hier schon eine massive Überschreitung der möglichen Kapazität. Das äußert sich jeden Tag in der Rush-Hour zwischen den entsprechenden Zeiten in einem Dauerstau, Stop and Go. Abgase belasten die dort ihren Anwohner. Das Lebensgefühl, die Lebensqualität in der Köpenicker Straße ist dort sehr stark zurückgegangen durch diesen überbordenden Verkehr. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Durch Inbetriebnahme des BBI in 2011 werden noch weitere Verkehrsströme die Richtung BBI, Schönefeld, dann suchen und werden sich durch die vorhandenen Straßen quälen müssen. Also in Biesdorf die Köpenicker Straße, in Karlshorst die Treskoallee. Und das ist eigentlich nicht mehr verkraftbar. Hier ist dringend geboten, eine Entlastungsstraße in Form der TVO zu bauen. Beim Senat scheint man sich bisher wenig mit alternativen Ideen befassen zu wollen. Ein Gespräch mit dem VDGN kam bisher nicht zustande.
Nein, wir haben diese Gespräche angestrebt. Das Planungsbüro, welches mit der Studie von der seitens der Senatsverwaltung beauftragt war, hat entsprechenden Maulkorb verpasst bekommen von seitens der Senatsverwaltung. Keine Kontakte, keine Austausch von Informationen dort vornehmen zu dürfen. Wir sind also leider in diese Situation nicht gekommen, dass wir uns dort vorab austauschen konnten. Deswegen können wir jetzt erst, nachdem die Ergebnisse vorliegen, unsere Kritik und unsere Vorschläge dort in diese Diskussion mit einbringen. Über mögliche Unterstützung aus der Bevölkerung bzw. aus der Wirtschaft ist man seitens des VDGN dankbar. Ja, also wir sind als Verband natürlich für jede Unterstützung dankbar. Wir haben auch sehr viele Kontakte bereits in die Politik geknüpft. Es gibt mehrere Arbeitsgruppen, sowohl beim VDGN als auch bei den Wirtschaftsverbänden schon, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. All diese Sachen stehen natürlich betroffenen Bürgern oder interessierten Bürgern jederzeit offen, um sich dort mit einzubringen.